Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Formel 1 Talkers. Heute mit einem, ja, wieder einem traurigen Thema. Es geht wieder um eine Traditionsstrecke und diesmal um Monaco. In 6 Tagen startet das, oder haben wir schon die ersten beiden freien Trainings in Monaco erlebt. Die finden ja wie immer Donnerstag statt. Aber jetzt scheint es zurzeit Probleme zu geben, und zwar die Zukunft des Monaco Grand Prix. Denn es gibt ein Bauvorhaben, das in der Hafengegend, wo ja die Formel 1 nochmal fährt, gebaut werden soll. Und zwar sollen da Museen und neue Gebäude gebaut werden, die 2500 Quadratmeter der Grundfläche bebauen sollen, diese Wohnhäuser. Und diese 2500 Quadratmeter gehören zu dem, wo die Formel 1 zurzeit sitzt, und zwar nicht die Strecke, sondern die Trucks, zum Beispiel für die Fernsehübertragung oder die Trucks der Teams. Die Formel 1 braucht einfach diesen Platz. Es gibt da ein vorgeschriebenes, vorgeschriebene Größe, 4000 Quadratmeter plus 500 Quadratmeter werden für die Unterbringung der Pirelli-Reifen genommen. Das Problem ist natürlich, wenn dieses gebaut wird, dann ist die Formel 1 einfach nicht mehr möglich, weil kein Platz da ist, um die ganzen Trucks und so weiter zu positionieren. Deshalb gibt es den Vorschlag, nur die Museen zu bauen und die Wohnhäuser beiseite zu lassen. Allerdings ist das Problem, dass die Wohnhäuser eigentlich die Museen finanzieren sollen. Ich hoffe natürlich inständig, dass der Monaco Grand Prix weiterhin Bestandteil bleibt. Und ich denke auch, man sollte da natürlich drüber nachdenken, wenn man da was baut, dass man den Grand Prix da zerstört, der ja einen Teil von Monaco ausmacht. Also der Monaco Grand Prix gehört einfach seit 1950 dazu. Und es ist auch eines mit der wichtigsten Ereignisse wahrscheinlich für die Stadt, auch in Richtung Einnahmen und so weiter. Natürlich hat man weiterhin Tourismuseinnahmen, aber wenn die Formel 1 weggehen sollte, dann würde das einen Zauber nehmen. Und gerade wo der Deutschland Grand Prix und Italien und Silverstone immer wieder in Problemen stecken, kann ich nur sagen, ich hoffe wirklich, dass Monaco bleibt, denn da finanzielle Schwierigkeiten da kein Problem sein sollten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis dahin sage ich erstmal Ciao.